So, da sind wir dabei. Killer 7, ich stehe neben Samantha mit Mask und seiner unglaublich tollen blauen Kutte, die er anhat. Wir haben beim letzten Mal gesagt, wir gehen jetzt in diesem Raum, wo dieser komische Protector-Smile rumrennt, der mit dieser unglaublich fetten Panzerung, der ein bisschen aussieht wie eine Mischung aus Master Chief und Samus. Ja, das ist auch ein komischer Vergleich. Ich weiß, das ist ein unglaublich komischer Vergleich. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal dahin. Warte mal, da war ich doch schon, oder? Mal ganz kurz zur Sicherheit gucken. Ach klar, da stand Travis rum. Ja, bla bla, wir gehen da lang. Okidoki, und wir haben einen Deal, Leute. Ich hoffe, ihr erinnert euch an den Deal aus der letzten Folge. Wir gehen jetzt zu diesem Protector Smile. Und ihr dürft unglaublich laut lachen über mich und mit dem Finger auf mich zeigen, wenn ich da wirklich 5 oder 10 Mal daneben schießen sollte mit dem aufgeladenen Schuss. Ich hoffe einfach mal, dass es nicht passiert, weil das wäre unglaublich furchtbar schlecht für dieses Let's Play, weil das wäre, glaube ich, ziemlich stressig. Dann für mich. Mit allem verbrauchten Blut, weil im Prinzip man braucht immer eine Blutfiole, die man auch zum Heilen benutzen kann, wo sie um einiges besser angelegt ist als im Arsch von einem dieser Riesentypen. Naja, ich lasse mich mal überraschen, wie ich mich da anstellen werde. Wobei, bisher hat es doch eigentlich ganz gut geklappt und ganz ehrlich, die anfänglichen Probleme mit Southpaw bestehen teilweise weiter. Die werde ich aber nie komplett wegkriegen, also es geht nicht. Es ist einfach zu strange, so rumzuschießen. Mit dem linken Stick zu zielen. Es ist einfach zu strange für mich. Ich krieg das nicht mehr so gescheit hin wie damals. Ich kann mich noch erinnern, damals an die Zeit. Ich glaube, bei GoldenEye auf dem N64 war die Steuerung ja genauso. Im Prinzip, man hat ja mit dem C-Knöpfen, das war ja gelaufen. Und mit dem anderen hat man, mit dem Analog-Stick hat man ja gezielt. Wobei, gut, GoldenEye, genauso wie Perfect Dark, hatten ja ein Auto-Lock-On eigentlich im Prinzip. Was die Sache ein bisschen einfacher gemacht hat. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich habe damals nicht mehr drüber nachgedacht, dass man es anders spielen kann. Und heute kann ich es mir nicht mehr vorstellen, es so zu spielen. Es ist echt faszinierend, wie sich diese Wahrnehmung über die Jahre einfach verändert hat. Keine Ahnung, wie alt ich damals war. Als ich dieses böse indizierte Spiel gespielt habe. Ja, ich habe es aber damals bekommen, bevor es indiziert war in Deutschland. Ich glaube, ich meine zumindest, es gab eine kurze Zeit. Ist auch völlig egal, wo bist du. So, jetzt bin ich mal gespannt. Beta, Beta. Wir laden den Schuss auf. Los, vemos. Aber ich... Oh, komm schon. Oh, komm schon, mit einem. Adios. In your face. Tut mir leid, aber ihr kriegt bestimmt noch mehr Möglichkeiten, über mich zu lachen. Da bin ich mir relativ... Was zum Teufel sehe ich da schon wieder? Oh Gott, muss das jetzt sein. Okay, ich change mal ganz kurz auf... Dan einfach mal, was sehen meine Augen da? Wieder diese runden Kugeln. Das heißt, hier muss irgendwo wieder so ein Vieh sein, das diese Eier ausscheißt, oder? Ich meine, was war zuerst da? Das Vieh, das die Eier ausscheißt oder die Eier? Das ist die große Frage hier an der Sache. Wo kommst du raus? Oh, was bist du denn da? Da ist ein Mother Smile, Mann. Da ist eine Mutter. Das Muttertier da links. Wahrscheinlich links und rechts in dem Fall dann sogar. Und... Ah, oh, Mist. Natürlich treffe ich den Arm nicht. Ja, dann war ich halt so, mein Gott, Dan hat einen unglaublich starken Schuss, ganz einfach. Von beiden Seiten, ach komm schon. Das hat er nicht mal kommen sehen, so schnell war das. Killer Villa. Warte mal ganz kurz. Probleme von beiden Seiten finde ich jetzt nicht so cool. Komm schon. Der Bauch. Oh, shit. Die Mutter. Holy crap. Deine Mutter in dem Fall. Also, die Mutter von dem Vieh, nicht eure. Eure Mutter kann nichts für diese Situation. Außer sie würde über den Rücken springen und mir den Arsch aufreißen. Aber das glaube ich jetzt einfach mal nicht, dass eure Mutter das macht. Weil eure Mutter mich sicherlich nicht kennt. Glaube ich jetzt einfach mal. What the fuck? Ja, wo bist du? Da drüben. Ich wusste es. Och, diese Mütter sind schon ein bisschen nervig, muss ich sagen, weil die... Ach, Mist. Da wollte ich noch cool sein und ihm auf dem Weg noch was mitgeben, dass er was vom Weg hat, so... Weißt du, dass er nicht hungrig schlafen gehen muss. Okay. Oh, holy shit, deine Mutter nervt mich da hinten. Kannst du ihr mal sagen, die soll aufhören, mehr von euch zu produzieren? Oh, guck mal. Deine Mutter und du im Koop. Oh, holy shit, okay. Und eine weitere Mutter ist explodiert.
Naja, whatever, aber ich habe genug Blut gekriegt durch die Kills, die ich gerade gemacht habe. Von dem her macht mir das jetzt nicht arg viel aus. Aber wie sieht dieser Bereich überhaupt aus? Da gibt es... Komme ich von links oder von rechts? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Wahrscheinlich von unten. Quatsch, von links oder rechts? Ja, bla bla, von unten oder oben. Ich denke mal, ich komme von unten. Also werde ich erstmal da... da lang, passt schon. Lauf mal in die Richtung. Lass mal gucken, was da ist. Ich meine, ich muss eh jedes Areal hier auskundschaften. Von dem her macht es keinen Unterschied. das sagt er mir, wenn ich oben bin, dass du da bist. Oh, alles gut. Das wäre fast ins Auge gegangen. Oder wo auch immer er mich getroffen hätte. Kommt der? Oder chillt er da oben? Ist es einer, der nicht kommt? Sondern kommen lässt? Das klingt ein bisschen falsch jetzt, ich weiß, aber... What the fuck? War das ein Geist? Ich will nicht da hochgehen, der ist da, aber ich sehe ihn nicht. Das ist voll mies, Mann. What? Okay. Lass mal hochgehen. Da ist er doch, da ist er doch. Adios. Au, ich muss ihm einfach nur auf den Brustpanzer treffen mit einem geladenen Schuss. Alles klar, das macht mir die Sache schon ein bisschen einfacher. Oh, Travis is singing in the rain, wie es aussieht. Digital Rock. Ah ja. Also wir haben eine Maske, also wir, Mask hat eine Maske, wie der Name schon sagt. Ich will ja auf dem Maskenball, ist ja ganz klar. Information, was in der Verein ist. Die restlichen Schlösser sind ein Kinderspiel. Ah ja. Das ist schön. Oh, what the... Ach du Scheiße. Ja, dann lass mal vorangehen. Wir haben hier, glaube ich, einiges vor hier drinne. Meine ich jetzt einfach mal. Ist er nachgeladen? Ich mach's mal lieber. Wobei mittlerweile ist es Nachladen bei ihm auch relativ schnell geworden. Das ist sehr... What the shit? Oh, das sind die! Das sind die! Oh, Mist! Das sind die. Okay, komm schon, Katie. Lass mal sehen, ob ich da ja so rankomme oder... Ach komm! Das war ja mal voll auf die Hand. Dein Wichsgriffeln da. Jesus Christ. Dieses Mysterienhaus finde ich jetzt schon nicht cool. Naja, whatever. Wir gehen trotzdem weiter. Was bleibt uns anderes übrig? Die Gute hat auch gelernt, ein bisschen schneller nachzuladen. Wunderbar. Kindereingang. Ah, okay. Warte mal. Wen brauchen wir denn hier? Zum Teufel, was? Was ist das da eigentlich auf dem Bild da rechts in diesem gelb leuchtenden Bereich? Ist das irgendwie... Ist das ein Wildschwein, das gerade einen kompletten Hasen auf einmal schluckt? So eine Figur habe ich nicht dabei, sorry. Das tut mir jetzt leid. So einen habe ich wirklich nicht. Nee, zum Ernsthaft, was soll das sein? Okay. Dann erstmal zurück. Das kann ich noch nicht wirklich identifizieren, was das sein soll. Vielleicht müssen wir da erstmal in das andere Haus und da irgendwas einsammeln. Das kann auch gut sein. Weil das sieht jetzt schon relativ groß aus. Da ist auch eine Seelenhülse drin. Es kann also sein, dass das andere auf der anderen Straße, auf der anderen Seite vom Platz, sage ich eher mal, ist ja keine Straße, vielleicht ein Item enthält, das wir hier brauchen können. Könnte ich mir vorstellen. Ach, so. Lauf einfach. Lauf einfach. Einfach nur laufen. Siehste? Ja, siehste, weil da kommt der da und der geht, wenn du sobald auf den Treppen. Sobald er auf den Treppen bist, hat er nämlich keinen Bock mehr auf dich. Okay. Es ist Zeit für Dan, glaube ich. Höhere Schussfolge, schnelleres Nachladen, definitiv hier gebraucht. Da bringt mir das Ziel nicht arg viel. Das Zielfernrohr bringt mir hier einfach nichts. Das heißt, nichts ist vielleicht gelogen, aber. Nicht so viel, dass es sich lohnt, hier Katie wirklich auszupacken.
Habe ich schon mal erwähnt, dass ich es hasse, wenn ich die Körperteile komplett abschieße, die ich im Prinzip brauchen würde? Hahaha! So sieht's nämlich aus. Scheiß auf deinen Babybauch. Da kommen nur so komische Creeper raus. Hab ich keinen Bock drauf. Tut mir leid. Okay, hier scheint keiner. Oh, da ist doch irgendeiner. Ich renn einfach rein. Egal. Ich habe nichts gehört oder gesehen, ihr? Nein. Das ist eine bodenlose Lüge. Sup, Bro? Was hast du uns denn diesmal zu sagen? Oh. Das ist schön. Okay, das war definitiv irgendein Hinweis auf ein Rätsel, was er uns da gerade gegeben hat. Ja, das sieht mir dann auch schon. Killer Ted's Villa. Wer ist denn Killer Ted? Ich habe keine Ahnung. Na, egal, okay, da ist auf jeden Fall eine Seelenöse und da ist Coyote zu sehen. Und eine Bullseye. Ich gehe mal durch die Halle erstmal, bevor ich die Tür betrete. Schauen wir uns das mal an, weil hier kann man einmal im Kreis rennen. So wie mir das schien. Deswegen machen wir das einfach mal. Yes! Ja, ja, ganz genau. So sieht es nämlich aus. Okay, es ist irgendein Bild von einem Heaven Smile. Ja, oh Gott. Diese Bodenattacke ist dann doch schon ziemlich hilfreich. Oh, guck mal, frontal. Alles klar. Ich glaube, das war der Tipp, den Iwasaru uns hier gegeben hat. Wir müssen wahrscheinlich in diese... in die... Tür... Oh, shit, okay. Das ist Bullshit jetzt. Da brauche ich Con. Wir müssen höchstwahrscheinlich in die Türen rein, wo eben ja, der Heaven Smile frontal zu sehen ist. Würde meiner Meinung nach Sinn ergeben. So, jetzt komm schon. Jawoll! Con hat auch eine relativ geringe Schwankung. Das finde ich extrem cool. Der verzieht auch mit seinen Waffen nicht so, obwohl sie auch. Ah, goddamn you. Nein! War alles gut, das hat noch von der Zeit her gereicht. Ah, oh, jetzt aber. Oh Mann, diese Gegner sind nicht schwierig, aber die sind halt... Wow, dann halt auch ein bisschen doof, wenn sie direkt vor einem auftauchen. Wobei, das hat ganz gut funktioniert. Ja, okay. Aber wenn man mal weiß, wie man die ganzen Gegner... Holy shit! Töten kann geht's eigentlich. Halleluja, das hat mal funktioniert. Frontal, sehr, sehr gut. Wir gehen wieder hier rein. Ich meine einfach mal, dass das, was Iwasaru uns gesagt hat, Sinn ergibt. Wobei, es ist eigentlich Bullshit, ihm zu vertrauen. Aber hey, wir sind auf jeden Fall schon näher vorangekommen. Das ist doch schon mal schön. Okay. Oh, ho, ho, jetzt ist... Nope. Da kann der kleine, zierliche Con nichts dagegen ausrichten. Kannst du noch so lange mit deinen Wasserpistolen draufschießen? Dem Typ seine Panzerung wird nicht wirklich... wirklich viel abkriegen, außer vielleicht einen Kratzer oder so, wenn überhaupt. Ja, bam in your face. Da ist die andere frontale Tür. Dann wollen wir doch mal hier reingehen. Und schauen, ob das richtig war, was wir da so bisher eigentlich gemacht haben. Aha, Coyote. Weil der Kollege kann ja springen. Das haben wir schon beim letzten Mal in Ulmeda City gelernt. Und auch schon ganz am Anfang. In der ersten Mission muss das, glaube ich, machen. Spring um dein Leben, Junge! Da oben gibt's Kekse und kalte Milch. Halleluja. Und the shit. Der Adler ist auf dem obersten Geschoss gelandet. Ach, das bist du. Beatrock. Was geht ab, Travis?
Pedro, ja. What the fuck? Auf jeden Fall haben wir die Seelennüsse gekriegt. Sehr nice. Dankeschön. Das ist cool. Okay, dann würde ich sagen, wir chillen in der Runde mit Travis. Und hören ein bisschen Beatrock. Zumindest steht das auf seinem Shirt. Auf seinem Shirt. Er mag auf jeden Fall Rock. Er mag auf jeden Fall Rock zu mögen, wollte ich gerade sagen. Das ist ein Satz, der absolut nicht zusammenpasst. Er mag definitiv Rock. Deswegen chillen wir hier mit ihm. Bis dahin. Haut rein.